Ich kann halt sagen, macht Rockblocks, aber nicht aus was. Ey. Weil der Großteil, der rumliegt, ist Kalk. Dann würde er auch wahrscheinlich hauptsächlich Kalk nehmen. Und wir haben gerade keine Fässer mehr. Wie sieht's denn hier oben so aus? Alles voller Bins. Oh, wir haben aber immer noch ein paar Koffer rumstehen. Achso, das sind Chests, Ashen Chests. Ja, also. Rockblocks. Mal 30 Stück. Wooden Barrel. 20 Stück. So. Kitchen macht Render fett. So, wir können hier Türen platzieren. Und Betten. Und Chests. Und wir haben nichts mehr, okay. Wir haben wieder etwas Meat, das wir dann verkochen können. Jetzt will ich mal probieren. Es ging ja früher. Früher ging es auf jeden Fall mal, dass man einfach Mauern nehmen konnte und dadurch Wände ersetzen konnte direkt.
Geht wohl scheinbar nicht mehr. Na gut, dann müssen wir irgendwann mit Dye die Wände färben. Das hier ist unsere Dampfsache. Plant Gathering. Naja. Du hast immer noch schlechte Laune? Extravagant for so long. Mhm. She didn't feel anything after seeing Alama's dead body. Warum wird er eigentlich immer noch... Ach so, Body Parts, ja. Nervensysteme und so. Da wird jetzt gleich wieder was geschlachtet. Aber ja, wir haben neue Bedrooms. Und ich muss sagen, ich finde das so gar nicht mal schlecht mit dem Zuweisen. Jetzt können die Leute sich einfach ein Bedroom schnappen. Wir können noch mal gucken. Der Bruder. Ja, wir brauchen ein Trainingsgebiet, wo auch die Zivilisten ab und zu mal sich austoben können. Weil das ist ihm sein Hauptproblem, so dass er nichts, also keine... Sie fühlt sich lonely. Aber ihr solltet das eigentlich dann langsam hochgehen, so wie ich das sehe. Naja. Auf jeden Fall, wir haben Schlafsäle. Sag bloß, es wird in Fässern gelagert, die Knochen. Squad gucken. Brauchen auf jeden Fall noch zwei Backpacks. Drei Backpacks jetzt. Und ein paar Lederrüstungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Da hat unser Leatherworker auch mal wieder was zu tun und wir kriegen was von unserem Leder los. Haben wir ja hier ein bisschen was. So, das heißt, ich kümmere mich jetzt hier. Mal rauszoomen. Erstmal darum, dass hier nochmal drumherum gemeinert wird. So, dann meine Übergänge und dann die große Kampfarena, beziehungsweise der Trainingsraum. 4, 5, 1, 2, 3, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 17, 18, 19, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, die Trainingshalle. Und planen gleich schon mal den Schießstand daneben. So. Und dann können hier links und rechts die die Baracken hin für die Leute. Das heißt, was muss ich in Auftrag geben? Na doch, Weapon. Aber aus Rock Weapon Rack. Da reichen aber 5. Armor Stand. Auch aus Rock. Rock. Da reichen auch 5. Das muss ich mal gerade überlegen. Nein. Bojas Workshop hat gerade mal die beiden Sachen. Wooden Bolts werden die im Carpenter gemacht? Nö, eigentlich nicht. Oder werden die hier? Die werden doch nicht hier gemacht, oder? Es ist interessant, dass der Bow ja nur Crossbows herstellt. Crossbow haben wir 3 Stück. Da brauchen wir ein paar mehr.
Wir sind 7 Leute. Wir brauchen noch ein paar Crossbows. Wir haben 3 Stück, also mach mir bitte noch 4. Und Update Equipment, ja, das wird langsam. Gerade mal gucken, Uniforms. Disband the squad, assign training order. Patrol Station Kill Order. Nein, das will ich alles nicht. Ja, das sind die Positions. Squad Symbol ist egal gerade. Das ist der Leader. Customized Squad. Routine of Duty. Muss ich wirklich die Uniform löschen? Um eine neue. Okay, dann machen wir mal eine neue. Einfach erst einmal so. Und dann Crossbows. Und das ist jetzt X-Bow. Confirm and Safe Uniform. So. Ah ja, die sind jetzt da oben fleißig. Gut. Wir haben viel zu viele Steine rumliegen. Ah, wir haben Wooden Barrels. Gut. Ja, ich würde aber mal sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Also, Save and Return to Title. Save this Timeline.
Dumm die dumm. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut. Also bis gleich.